Hallo, dies ist Frederik C. Und der Gitarrist Simon. Und es geht weiter mit I Wanna Be The Boshi. Mal wieder mit Gastkommentator. Wie man sich ja hören kann. Boah. Ja. Nachdem die letzte Folge wieder ein bisschen... Naja. Wie soll man sagen? Bisschen leise war. Inwiefern leise? Naja, die Folge, die heute erscheint, die habe ich ja alleine aufgenommen. Ah, war es so leise, hat nichts gesagt oder so? Bisschen was schon, aber naja. Da die letzten 10, 20 Folgen allesamt mit wenigstens einem Gastkommentator waren, bin ich das schon gar nicht mehr so sehr gewöhnt, alleine zu kommentieren. Ach so, okay. Und ja, die Folge fängt an und es kommt ein Hai und die Folge hört auf und es kommt ein Schau. Und das war alles, was in der Folge zu hören war. Nee, das war nicht alles. Tatsächlich, also ich glaube, 2, 3 Wörter mehr habe ich tatsächlich während der Folge gesagt. Ach, 2, 3 Wörter mehr, okay. Ja, meine Begrüßung besteht ja aus Hallo, hier ist wieder Dexi. Also. Ja, stimmt. Also hast du ja schon mal den Begrüße und den Abschied gesagt. Na, siehst du, das sind auch schon mal ein paar Wörter. Immerhin, ja. Damit kann man nicht sagen, die Folge wäre komplett inhaltslos. Ja, da muss ich dir ja recht geben. Der Kommentar hatte Wörter. Ja, was will man mehr, ne? Also wenn ich so drüber nachdenke, bin ich froh, wenn ich nicht so viel mehr hab. Aber gut, das kommt auf den jeweiligen Kommentator an. Naja, also, was willst du denn weniger oder mehr haben? Also, ja. Ein paar mehr Wörter mehr, aber nicht zu viele. Ach so, ja gut, wenn ich und It voll im Doppelpack dabei sind, dann geht's ja schon ganz schön ab manchmal, ne? Ja, da ist das Niveau ein bisschen unter dem Meeresspiegel. Ach so, ich dachte unterm Erdkern. Naja, was ist denn unter dem Erdkern, wenn du es genau nimmst? Stimmt, die andere Seite des Meeresspiegels. Ja, dann gehst du ja schon wieder höher. Weil im Endeffekt ist der Kern ja null. Das stimmt. Da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben. Tust du ja sonst nicht, ne? Ja, nicht ganz so oft. Ah, das war jetzt nicht ganz so klug. Wie läuft's denn bei dir so gerade im Kampf? Ja, zweite Phase. Ah. Gerade das erste Mal wieder die Donnerkugeln überstanden. Befinde mich im Tunnel. Und Tunnel ist geschafft. Glückwunsch. Naja, ich befinde mich jetzt noch in der ersten Phase und ja. Und ich befinde mich. Moment. Kleinen Moment. Ja, ich befinde mich offiziell in Phase 3. So. Dreck. Der Laser. Aber hey, der Laser. Den habe ich letztes aber schon mal. Bestanden. Zum Tunnel die Verbindung abgerissen. Verbindung? Ja. Ja, hast du eine Nachricht gehört? You were kicked from the server. Kennst du? Ah, ja. Kann ich auch machen, wenn ich gerade am Zocken bin. Und vor allem in Skype. Ich hab zwar jetzt nur bedingt zugehört, da ich wieder auf eine Nachricht antworten musste, aber gut. Achso, sind andere Leute wieder wichtiger als ich? Ja, nur so ein paar Leute. Es sind aber nur 1, 2 Leute. Okay, ich lese mal eben die 10-seitige Liste vor. Bist so freundlich heute. Ich weiß. So ein sympathischer Mensch, so kenne ich dich gar nicht. Ich weiß, ja, ich mal wieder. Was nicht alles
in so, was nicht alles sich hinter so einer Fassade verstecken kann, ne? Ja, und diese Fassade wird ja oft gestrichen von mir als Maler, ne? Ja, die Fassade muss ja oft gestrichen werden, was soll ich sagen? Du streichst dich quasi selber an. Ah, mehr oder weniger. Hast du noch nie eine Fassade gestrichen? Wann denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht als du dachtest, du musst mal deine Fassade streichen. Ich glaube, da wäre der Hausmeister nicht ganz so erfreut drüber. Dann kannst du mal deine Malertechniken zeigen. Aha. Klar, 50% auf der Wand, 50% auf der Kleidung. Ja, ich sag mal, ein bisschen mit Farbe beschmieren, das passiert immer beim Malerarbeiten. Das ist eigentlich ganz normal. Nur natürlich muss dafür besorgt sein, dass vorher alle nicht zu beschichtenden Untergründe auch vorher abgedeckt bzw. geschützt sind, damit die nicht versaut werden. Wollte ich gerade sagen, nach meiner Verteilung wäre es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich habe dann zwar nicht die Farbe komplett genutzt, aber nicht ein einziges Prozent ist am Boden gelandet. Alle sind entweder auf der Wand oder in meiner Kleidung. Ja. Ist natürlich nach wie vor immer noch die Hälfte verschwendet, aber hey. Verdammt, Cherno nervt wieder. Kriegen wir wieder Cherno-Kommentare? Was heißt Cherno-Kommentare? Ich weiß nicht, ob sie kommentieren möchte. Cherno, möchtest du kommentieren? Na gut, dann halt nicht, okay. Die Zuschauer wissen schon, was ich meine. Hast du eigentlich eine Lieblingsfigur bei den Zoo-Charakteren? Yomo. Das ist Yomo Kompaku, die mit dem Katana-Schwert, genau, ja. Den weißen Haaren, der schwarzen Kleidung. Ja, genau. Obwohl ich nicht alle von diesen, was weiß ich, hunderten von Zoo-Charakteren kenne oder wie viel es da gibt, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall genug. Ja gut, ist halt immer die Frage, weil Toho-Charaktere sind ja eigentlich, wenn es genau nimmt, nur die aus den Toho-Spielen, oder? Es sind alle Toho-Charaktere, die im Toho-Universum vorkommen. Es sind nicht nur spielbare Charaktere, ne? Alle, die in Toho-Spielen im Grunde, beziehungsweise in der Toho-Welt so vorkommen. Und, naja, was ist die Toho-Welt, mal abgesehen von... den Spielen. Ja gut, ich weiß, es gibt einen Anime oder sowas, aber... Du, frag mich nicht! Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gibt sehr viel Zeug mit Toho. Auf jeden Fall gibt es ein sehr großes Toho-Wiki, wie ich mal gesehen habe. Und ich kenne mich da nicht mit aus. Da musst du jemanden fragen, der sich wirklich mit Toho auskennt. Da bin ich überhaupt kein Fachmann. Da ich mich kaum auskenne. Tut mir leid. Oh, da habe ich mich wohl letztens verlesen, als ich im Wiki nachgeschaut habe und bei den fleißigsten Autoren dich an erster Stelle gesehen hab. Ja, natürlich, genau. Ich vor allem, ja. Und vor allem kann ich da auch deinen Namen lesen, da ich ja außer deinem YouTube-Kanal keinen Namen kenne. Du bist gerade ziemlich leise. Warum bin ich leise? Das weiß ich nicht. Warum bin ich leise? Ich bin nicht immer noch leise. Da du jetzt lauter gesprochen hast, ein kleines bisschen lauter, aber ich glaube nach dieser Runde regel ich mal kurz den Spielton wieder ein bisschen runter. Jetzt hat man aber, habe ich aber letztens in der Aufnahme auch schon mal gehabt, dass dann ganz plötzlich war der gesamte Systemton viel leiser und ich musste ihn künstlich nach oben regeln. Dass er nicht ganz so gut klang, aber gut, besser als dass man ihn gar nicht hört. Ist halt schade sowas. So.
Und ich hasse mein Touchpad. Beziehungsweise die, in Anführungszeichen, Maustasten dazu. Ständig mein Doppel reagieren zu müssen. Das ist natürlich beim Video schon ganz praktisch, wenn man, naja, halt einfach mal kurz das Video pausieren will. Oder man muss nicht mal pausieren, man will einfach nur kurz auf eine andere Seite wechseln. Und dann plötzlich hängt der Regler vom Video noch an der Maus, warum auch immer. Und ja, dann fängt das Video halt plötzlich von vorne an. Ja, so kann's gehen. Ist halt nervig. Gerade wenn man sich irgendwelche Rennbeiträge ansieht. Und dann ganz bestimmt. Wer guckt sich denn Rennbeiträge an? Die Jurymitglieder. Wer ist denn so doof und ist Jury bei diesen Races, mal ganz ehrlich? Wir beide. Und ja, ne? Ja. Es gab so Situationen in den letzten Wochen, da habe ich mir gedacht, warum? Warum habe ich ja gesagt? Weil du daran Interesse hattest. Hatte ich daran Interesse? Naja, ich bin das also schon. Ich meine, du hast dich, ich erwähne jetzt keinen Namen, aber du hast dir ja gestern erst wieder was angeguckt und warst sehr begeistert. Ja, ja. Genau, ich war sehr begeistert. Ich konnte mich kaum halten. Ich hätte es mir am liebsten nochmal angeschaut. Naja. Ich bin sowas sehr gewohnt. Ich glaube, meine Laptop-Boxen haben drunter gelitten. Deine Boxen? Nee. Ja. Die haben nämlich zwischendurch ein bisschen übersteuert. Aber ich habe mich doch nicht aufgeregt, oder hast du dir meinen Mega Man 5 Beitrag auch schon angeschaut? Mega Man 5 von dir muss ich tatsächlich noch anschauen. Also. Und das sollte mittlerweile auch nicht mehr so dramatisch sein, denn ich habe auch schon andere Mega Man 5 Beiträge angeschaut. Also mittlerweile kann ich es wieder sehen. Ich glaube, so kurz nach meinem Beitrag, da hätte das einfach nicht sein dürfen. Da hätte ich das nicht tun sollen. Also ich hab's nicht getan, aber ich hätte es auch nicht tun dürfen. Das wäre jeder Tag im Eimer gewesen. Aber es ist ganz schön zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der Mega Man 5 nicht leiden kann. Ich mag Mega Man 5 eigentlich. Du schon, Osoma auch, aber einige andere Teilnehmer habe ich schon gehört, dass die Mega Man 5 auch nicht so gern mochten. Und einige sind derselben Meinung wie ich, dass sich das Spiel von der Grundmechanik irgendwie anders anfühlt als die anderen Mega Man-Teile. Nein. Ja, bei Mega Man 6, ja, aber nicht bei Mega Man 5. Bei Mega Man 6 ist alles komisch gemacht, da Mega Man 6 das auch total mit dem Sliden verbockt hat, ich finde. Man kann ja gar nicht mehr den Slide durch den Sprung abbrechen und so ein Zeug, was sehr schlecht gemacht ist, wie ich finde. Ja, ja, das stimmt schon, aber jetzt grundlegend, was das Springgefühl und so weiter anbetrifft, finde ich, fühlt sich für mich Mega Man 5 auch anders an. Das war höllisch dumm gerade, wow! Ich sehe gerade, dass die Hälfte der Folge schon wieder fast vorbei ist. Mein Gott. Das geht schneller als man denkt. Ja, wenn man nicht drauf schaut. Dann gibt's da so Dinge, die dauern ewig. Du schaust auf die Uhr und dann denkst du dir, Mensch, ist gerade mal die Hälfte vorbei. Es gibt auch Rennbeiträge, die ewig waren. Wo man denkt, Mann, sind gerade erst mal 10 Minuten vorbei, so lange muss ich den Mist noch ertragen. Das war tatsächlich jetzt gar nicht auf Rennbeiträge bezogen, ich weiß, aber... Aber das wollte ich jetzt mal darauf. Ja, solche Rennbeiträge gab es natürlich auch. Hm?
Ich sag mal, es gab welche, da habe ich wirklich interessiert zugeschaut. Da gab es welche, wo ich mir gedacht habe, wann ist es endlich vorbei? Dann habe ich meine Pflicht erfüllt. Wann ist der Arbeitstag endlich um? Ohne Witz, es fühlt sich teilweise echt wie Arbeit an. Und ich glaube, ja, die normalen Mega Man Teile so komplett ungehackt kann ich, wenn das alles vorbei ist, dann auch erstmal eine Weile nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Einfach weil, naja, einerseits die eigenen Aufnahmen und die ganzen Übungen, die damit verbunden waren, das war eine Menge Arbeit, dass das Spiel jedes Mal wieder durchspielen müssen. Und jetzt als Jurymitglied musst du ja auch noch für jeden Teilnehmer alle 6 Teile dir nochmal anschauen. Irgendwann reicht's halt. Naja, aber du wirst ja noch Hacks kriegen, wie zum Beispiel für Overload 2 den Pussy-Modus, Overload 2 den normalen Modus. Ja, Overload 2 bin ich mittlerweile schon gespannt. Ich dachte jetzt immer zum Normal Mode Pussy Modus, weil ich will nicht, dass dadurch ein falscher Eindruck entsteht, dass man denkt, Mann, Mega Man Overload 2 wird so schlimm, der Normal Mode, weil ja, das hat nichts mit besonders schwierigem Hack zu tun. Deswegen wollte ich mal direkt diesen Eindruck mal gleich vorab verwerfen. Naja gut, ausgehend von dem Livestream, in dem wir das Rennen hatten, von der Direktübertragung, gehen eure Definition, meine Definition von einfach ziemlich weit auseinander. Ich stelle mich halt wieder auf eine Menge Ecksprünge und sowas ein. Ja und? Ecksprünge sind ja jetzt nicht gerade das die große Herausforderung, ne? Naja, in Leveln wie Toadmans Level stelle ich mir sowas schon anstrengend vor. Naja, aber ich meine, Ecksprünge, das war vielleicht früher, als es noch Overload 1, so wo das noch neu war mit dem Einbauen, so da war das vielleicht noch was, aber heutzutage, das ist doch. Früher, da war eine DVD was ganz Besonderes. Heutzutage ist DVD Stand. Ist doch genauso. Ich sag's mal so, in den Mega Man 3 Hacks, die ich so gezockt habe, waren Ecksprünge fast nie verlangt. Im Mega Man 3 ist das auch was anderes, weil in Mega Man 3, wenn man so Sprünge, so Eck- oder Raussprünge macht, ist da natürlich das Problem, dass im Mega Man 3 ja, ist da irgendwie mit dem Pixel schwer abzumessen. Die kommen einem manchmal ein bisschen, ich sag mal, glücksbasiert vor, diese Sprünge. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit, ähnlich wie in I Wanna Be The Guy Fangames, was mit der Align oder sowas ähnlichem zu tun hat. Sagen wir mal, so jetzt nicht mit der Align selbst, aber halt mit sowas ähnlichem. Auf jeden Fall ist es in Mega Man 3 manchmal ganz schön verbuggt. Und deswegen in allen anderen Mega Man Spielen funktionieren aber Eck- und Raussprünge einwandfrei. Naja, wenn man sie kann. Ich kann das nicht mehr. Wie gesagt, in den Ecks war es nie verlangt und in Mega Man 2 sind die vielleicht noch ein bisschen schwieriger oder Mega Man 1, weil er da noch ein bisschen nachrutschen kann beim Laufen. Aber ich meine später, da kannst du dich ja so vorsichtig rantasten. Die Sache ist dann, die werden dir später nicht mehr schwierig vorkommen, weil du später, du weißt, wie es aussehen muss. Du weißt, wie es aussehen muss, also wie es aussehen muss, wo Mega Man stehen muss. Und das hast du dann immer im Kopf und dort springst du halt immer wieder ab. Immer und immer wieder. Du kannst dann auch die Pixel abzählen von seinem C oder so und ja, dann nicht mehr das Problem. Ja, da hätte ich in Overload 1 mal lieber drauf achten sollen, damit ich das im Nachhinein noch weiß, aber habe ich damals nicht. Ja, damals haben wir das auch nicht. Wir haben das erst später so ein bisschen. Deswegen hatten wir früher auch Eck- und Raussprünge noch schwer. Heutzutage ist das nicht mehr so das große Problem. Es gibt so, es sind keine super einfachen Sprünge, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt das Level zur so total überaus schwer machen würden, sagen wir so.
Ja, ich hätte halt. Würde mir halt ehrlich gesagt wünschen, dass die Schwierigkeit jetzt im Vergleich zu Overlord 1 doch mehr zustande kommt als Ecksprünge und Vierblocksprünge. Ich sag mal, Overlord 2 ist jetzt kein, ist sowieso kein Spiel, wo es darum geht, mit Ecksprüngen, Vierblocksprüngen und so. Sind halt, es gibt natürlich halt Sprünge und einfach mal irgendwelche Abgrundgruben oder so, wo man drüber springen muss oder so, aber ja, das ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass es, dass dadurch die Schwierigkeit da ist. Und ich meine, Vierblocksprünge sind ja auch nicht immer schwer. Vierblocksprünge sind wirklich nur schwer, wenn es ein 4-0 Sprung ist. Das heißt, wenn es ein das heißt, es ist auch nur dann Pixelsprung, wenn es ein 4-0 Sprung ist. Das heißt, wenn es ein 4-Block-Sprung ist und auf gleicher Höhe. Halt so wie bei der Pharao-Man-Stage, wenn du zum Ballon rüber willst. Das ist ja auch ein 4-Block-Sprung, ne? Also, aber wenn das zum Beispiel jetzt vertieft ist oder so, ein bisschen zum Beispiel ein Block abgesunken oder so, dann ist es ja kein schwerer Sprung mehr, ne? Weil du dann mehr Fläche gut machen kannst im Sprung. Na, ich glaube, ich würde mir jetzt solche Sprünge trotzdem noch mit Rush Chat erleichtern. Ja, aber das ist unnötig. Das ist genau wie bei Coil. Ja, es ist okay, das kannst du machen, aber es ist eigentlich unnötig. Das ist genau wie bei Raussprünge, wenn du bei Raussprünge auch noch einen Block mehr als Mega Man Großes hast und dann so rausspringen kannst, dann ist das nämlich auch kein Pixelsprung mehr. Also ich sag mal so, dass Pixelsprünge in Overlord 2 Normal Mode eigentlich gar nicht viele verlangt werden. Und Pixelsprünge sind halt nur, wenn wie gesagt, wenn der Sprung halt gerade so eben schaffbar ist und man halt keinen Freiraum hat und man von einer gewissen Kante aus abspringen muss, muss diese Kante sein. Darf kein anderer Pixel sein. Und sowas gibt's halt nicht so viel. Gibt's halt vielleicht hin und wieder mal, aber nicht viel. Wie gesagt, Overlord 2 Normal Mode ist ein sehr, sehr einfacher. Wahrscheinlich bin ich der Schwierigkeitsgrad schon ziemlich enttäuschen, weil es nicht gerade schwierig ist. Enttäuscht werde ich garantiert nicht, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, weil ich grundsätzlich niemand bin, der sich so leicht darüber aufregt, dass etwas zu leicht ist. Du könntest mir aber vorstellen, dass du dir denken könntest, dass es zu leicht ist. Wenn du bei nämlich Overlord 1 Wily Stage 3 so ein Zeug erwartest, dann muss ich dich leider enttäuschen. Finde ich ja gut, dass du mich da enttäuschen willst. Sowas. Ich will dich da nicht enttäuschen, da muss ich dich enttäuschen, weil das können wir da leider nicht vorlegen. Tut mir leid. Ist ja auch gut so. Bin ich ja auch hochzufrieden damit, dass sowas nicht vorkommt. Weil ehrlich gesagt nicht wieder. Weiß nicht, wie lange bin ich damals dran gesessen? 1-2 Monate? Eine Zeit lang. Das ist definitiv, aber. Und das will ich halt ehrlich gesagt nicht nochmal. Weil es halt damals echt fad geworden ist über die Zeit. Hättest du besser spielen müssen, ne? Ich hab mein Bestes getan, von dem her. Das war auch ein bisschen zu ernst gemeint. Das sollte dich nur ein bisschen ärgern. So. Passt schon. Und, ja, wie gesagt, Overlord 1 war halt viel, wo es halt viel so ein Eck- und Raussprüngezeug und so gab, aber in Overlord 2 wird das nicht mehr so hardcore-mäßig geben. Ja, ich will halt in dem Mega Man Spiel auch, blöd gesagt, nicht nur springen. Overlord 2 ist auch, wie gesagt, Normal Mode. Ist auch kein schwerer Hack. Es ist vielleicht, ich finde es ist ein Anfänger-Hack. Es ist geringfügig schwieriger als das Original-Game, wie ich finde. Ich würde mir halt generell so Sachen wünschen, wie, dass man versuchen muss, sich irgendwie mit einer Technik an Gegnern vorbei zu manövrieren. Naja, also ich sag mal so, also
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Normal Mode genau aussieht. Da ich den Normal Mode sehr selten gesehen habe, beziehungsweise schon lange nicht mehr gesehen habe, weil ich von dem Normal Mode auch jetzt nicht so halt überzeugt bin. Da mag ich lieber mehr den Hard Mode. Aber ich meine, dass es im Hard Mode schon die ein oder andere interessante Sache gibt. Und deswegen hat der Hard Mode definitiv auch einen großen Spielwert. Also ist es definitiv wert, gespielt zu werden. Vom Hard Mode erwarte ich mir halt auch ehrlich gesagt mehr als pixelgenaues Vorbeispringen an, naja, Stacheln. Also vom Hard Mode kannst du definitiv so einiges erwarten. Ich denke nicht, dass dich der Hard Mode enttäuschen wird. Ich denke, der hat bisher noch keinen enttäuscht. Naja, kommt halt drauf an. Ich meine, es gibt Schwierigkeit, die interessant ist. Es gibt Schwierigkeit, die zu weit geht. Es geht nicht zu weit. Nicht für dich. Sagst du jetzt als Macher. Mal sehen, was ich als Spieler dazu sage. Sage ich als Spieler, weil ich weiß, wie gut du als Spieler bist. Wenn du meinst, dass es zu weit geht, dann hast du einfach zu wenig Geduld. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, also... Na gut, in Mega Man Spielen habe ich ein bisschen weniger Geduld als zum Beispiel in Boshi. Ich bei Mega Man so viel mehr wieder machen muss, wenn ich mal drauf gehe. Gut, im Hard Mode habe ich ja dann Save States und die werde ich so ausgiebig wie möglich nutzen. Das darfst du auch und das solltest du auch, ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mir über Joy to Key dann vielleicht sogar die Tastenkombination so hinschalte, dass ich sie aufs Gamepad legen kann, die Save States. Das kannst du sogar auch machen, wenn du möchtest. Ich hab's zwar jetzt nicht gemacht, aber ich meine, schaden könnte es nicht. Alles, was mich irgendwie leitet und den Heck durchbringt, ist gut. Gut, ich meine, ich Privattext zocke dann. Naja, Autofeuer und Turbofeuer, aber nicht. Habe ich nie benutzt, werde ich nie benutzen. Weil ich das nicht nötig habe. So schnell meint ich ja doch, dass ich drücken kann. Ja, gut. Weil es eventuell vielleicht mal was wäre, wenn man mal Button-Mashing machen muss oder so. Eine Sache, die ich mir aber auf keinen Fall nehmen lasse, das ist, dass ich die Bosse mit ihren Schwächen besiegen werde. Das kannst du ruhig machen. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass ihr das in bestimmten Fällen wahrscheinlich verhindern werdet, aber... Das wird sich zeigen. Ich kann mir schon eine Variante vorstellen, die mich ziemlich ärgern wird. Ich weiß es nicht. Weißt du schon, du sagst es noch nicht. Es ist so lange her, dass ich den Hardmode gebaut habe. Natürlich. Du siehst mich vor deinem inneren Auge doch schon nervlich kaputt gehen. Hoffe ich doch, ne? Sag ich doch. Hoffe ich doch. Sehr schön. Das heißt, dass der Hardmode sehr viel Unterhaltung bei dir ist. Aber eher für die Zuschauer dann. Ja, für mich bestimmt auch. Da mal sehen, ob. Ich bin schon auf einige Reaktionen im Hardmode gespannt. Es gibt schon Stellen, auf die man sich immer sehr freut und da. Ich werde mich bemühen, nicht allzu viel zu fluchen. Lass deine Reaktion ruhig frei raus. Ich denke mir schon, dass du das gerne hättest, aber... Ja, ich will zumindest bis zu einem gewissen Maß versuchen, mich zu kontrollieren. Ich denke mal, ab einem gewissen Punkt irgendwie sowieso wieder nicht halten können. Ich meine, das war im ersten Teil auch so. Da hatte ich auch schon so meine Stellen, wo ich dann einfach nur...
fertig werden wollte, und dann stand mir so ein blöder Gegner im Weg. Und dann fiel halt mal das eine oder andere Schimpfwort. Ah. Im Hardmode wird bestimmt lustig, ich hoffe es doch. Werden wir dann irgendwann sehen. Jetzt spiele ich dann erstmal als normale. Ja, leider. Und jetzt beende ich auf jeden Fall hier erstmal die Folge. Ja, viel Spaß dabei. Danke. Bitte. Ich bin Xi. Ich bin der Simon. Bis zum nächsten Mal bei Wannabe the Boshi. Ciao, Leute. Haut rein, ciao.